Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Fever. Und ja, wir wollten jetzt weiterbauen bis nach Dortmund. Ja. Ach nee. Komme ich eigentlich in den Tunnel rein? Wenn ich jetzt eigentlich... Ja. Gut. Weil ein Tunnel wird eindeutig günstiger sein. So, da kommt eine 243. So. So, wo haben wir denn hier mittlerweile einen Bahnhof? Noch nirgendwo, ne? Dann würde ich doch fast sagen, machen wir ihn hier dran. Gut. Bahnhof, zwei Gleise. Dann einmal bitte dahin. Und zwar machen wir den so weit weg, damit wir hier so ein, naja, relativ realistisches Abstellgleis hinkriegen. Krümmung zu groß. Da ging es doch gerade kurzzeitig. Krümmung zu groß. Was? What the fuck, Train Fever? Du machst mir Angst. Das geht aber. Ja. Und zwar kann das jetzt einfach mal daran. Dann kommt das daran. Weichenbau fehlgeschlagen. Was ist das denn für eine Krümmung? So. Hier kommt, wie gesagt, ein relativ realistischer Abstellbahnhof hin. Relativ, weil relativ ist das Genitiv des... Ne, ich kann das nicht mehr. Ich konnte den Spruch irgendwann mal. Aber jetzt... Das... Train Fever, I think you broken. So. Gut. Jetzt setze ich hier nur noch Prellböcke hin. Und dann verkürze ich noch das Gleis hier minimal, damit dann auch hier der Prellbock ranpasst. So, minimalster
Abstellbahnhof, einfach nach dem Motto, es ist, da könnte man Fake Trains abstellen. Verursachten natürlich wahnsinnige Betriebskosten. Aber man könnte sogar noch so ein Gleis später abführen lassen. Aber naja, wie gesagt, das ist nur ein kurzes Safe Game. Wir werden hier nicht lange drin verweilen. Im Februar kommt auch das Amerika-DLC raus. Das bedeutet, es kommen neue Loks. Es kommen insgesamt 50 neue Fahrzeuge. Die Städte werden amerikanisch aussehen und also was. Das wird dann wahrscheinlich die Staffel 2 des Train Fever Let's Plays. Weil das mit amerikanischen Zügen, das wird echt cool. Ach so, ja, vielleicht sollten wir so abbiegen. Also das hier verschwindet nochmal. Wo haben wir denn bis hier Gleise? Da. $1.17 million. Und dann in so einem Bogen dahin, ja. Komm, dann leihen wir uns doch jetzt einfach mal das nötige Kleingeld. So. So, das ist der vom linken Gleis. Das heißt, ich lasse den auch links anschließen. So, wir haben uns alles Geld geliehen, das es gibt. Oh, die ersten Linien machen ihre Verluste. Vor allem die Linie. Sie könnte bald mal ein neues Zugpferd gebrauchen. Denn sie wird den modernen Zeiten einfach nicht mehr gerecht. Die Leute wollen schneller, komfortabler werden. Ist der schneller? Ja, leicht, aber auch nicht viel. Ja. So. Gut. Was sagt der Bahnhof? 115 Passagiere. Oh yeah. So, was kommt denn da? Die 628 plus die ersten Doppelstockwagen. Oder die beigen Doppelstockwagen. Ja. Die 628 ist verfügbar. Das wäre doch vielleicht was für die Strecke. Was kostet die denn? Und wie schnell ist die? 120, kann 40 mitnehmen, kostet 650.000. Die haben wir doch in der Portokasse. Komm schon,
Ja. Da haben wir ihn. Aber auf die Linie 1 mit dir. So. Hat die Linie 1 noch keinen Namen? Ach doch. Die heißt ja gar nicht Linie 1. Tür geht auf. Abfahrt nach Ulm Hauptbahnhof steht da drauf. So, wo ist denn die Dampflok? Die 44. Die geht dann nämlich jetzt gleich ins Depot. Ja, da ist nämlich auch schon die Nachricht, dass sie die Lebensdauer erreicht hat. Das heißt, wir machen jetzt noch ein Screenshot mit ihr. Und dann geht's ab Richtung Depot. Gut. Wir lassen die jetzt noch bis Wuppertal reinfahren. So. Jetzt lassen wir sie doch noch ausladen. Und dann ab bitte mit dir ins Museum. So, du hast ausgeladen, hoffe ich. Ja. So. Gut. Und sie ist im Depot. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt... Komm, die Wagen können wir verkaufen. Aber die Lok lassen wir daran stehen. Wir geben der jetzt einfach mal die Nummer. Komm, wir nehmen den Zug 1. Und geben ihr jetzt mal eine Loknummer. 44 245 minus 7. Ich weiß nicht, ob das ganz so richtig ist, aber... Wäre cool, wenn ich jetzt die Nummer irgendwie getroffen habe. Ich weiß, dass man das ausrechnen kann, aber... So, es hat sich der Takt... Ja. Gut, die Linien... Die Linie hat einen Takt von 23 Minuten. Was? Steht die denn? Ach so, ja, wenn man da stehen bleibt aus Versehen, ja. Okay. Wetten wir, der steht vor dem Tunnel. Ja. Okay. Einmal bitte abbiegen. Fahrzeug im Weg. Oh mein Gott. Gut, geht das denn vielleicht? Ja. Okay.
Ja, da haben wir ein Problem, ne? Ich kann ihn noch nicht ins Depot schicken. So, jetzt muss ich mal kurz einen Bug ausnutzen. Jetzt fährt er nämlich zumindest ein Stück weiter. Bleibt jetzt gleich aber wieder stehen. Jetzt muss ich ihm die Linie zuweisen. Jetzt mache ich das gleich ein paar Mal. Bis er aus dem Tunnel raus ist. Gut. Okay. Ja. Unter den Umständen kann der Zug natürlich auch keinen Gewinn machen. So, jetzt steht er ja draußen. So. Gut, jetzt hat er freie Durchfahrt. Dann geh doch bitte erstmal ins Depot. Dann halt erstmal auf die Linie. Bis wohin fährst du denn jetzt? Aha, zum Wuppertaler Bahnhof. Und dann könnte das Problem erstmal aufgehoben sein. Und wenn ja, jetzt gucken wir, über welches Gleis fährt er jetzt. Gut. Kommt der andere auch über das richtige Gleis wieder zurück? Ja. Der dürfte jetzt gleich hinter der Kurve dann nach dort abbiegen. Also nach rechts. Ja, okay, das war's mit dieser Folge. Ich zahle jetzt eben noch alles zurück. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal vom Let's Play Train Fever. Ja, ich würde sagen, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss!